dritte Mann ist einerseits natürlich ein ganz toller Film. Er hat zwei große Preise gewonnen. Den ersten Preis in Cannes beim Filmfestival 1949 und dann auch einen Oscar. Also es ist ein ganz toller Film, aber er ist zugleich auch ein Dokument der Nachkriegszeit. Ein Dokument von diesem Wien, wie es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat, zerbombt. Der Film war international ein großer Erfolg, aber nicht in Wien, nicht in Österreich. Hier waren die Menschen entsetzt, wie in diesem englischen Film die Österreicher dargestellt werden. Die Wiener essen nur aus der Mülltonne, leben auf der Straße, kooperieren nicht mit der Polizei, dealen nur am Schwarzmarkt. So wollte man international nicht dargestellt werden. I did love the atmosphere. I do like old films anyway, but I thought this was particularly good in terms of the locations were excellent. The acting was top notch, and the script, it's one of those thrillers where there's so many different elements. The locations are just absolutely just fantastic, and Vienna today it retains that atmosphere for me, and whether it's in day or night. Thank you.